Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Horror-Let's Play. Wir spielen, wie man mehr oder weniger gut erkennen kann, Neverending Nightmares. Von einem Freund habe ich gehört, dass das Spiel sehr gruselig sein soll und Outlast dagegen eigentlich Kinderkram ist. Deshalb spiele ich das jetzt, aber es ist nicht der einzige Grund. Ich habe mit diesem Freund auch eine Wette abgeschlossen. Und zwar sagte er, dass ich es nicht schaffen werde, dieses Spiel bis zum Ende durchzuspielen. Das sind so ungefähr 90 Minuten, also nicht allzu lange. Aber ich werde es jetzt hier an einem Stück bis zum Ende durchspielen. Ihr seht es auch, dass ich das in mehrere Kapitel unterteilt habe, damit ihr quasi euch leichter zurechtfindet in dem langen Video. An die, die das jetzt gucken, ich bitte euch dringend, schaut es im Vollbildmodus und auf jeden Fall mit Kopfhörern. Warum? Na, es ist nicht nur einfach eine Geschichte. In diesem Spiel kommen beispielsweise binaurale Töne oder Infraschall zum Einsatz, die dafür sorgen, dass man quasi so ein Angstgefühl bekommt. Und das ist in dem Spiel ziemlich wichtig. Insofern zieht euch Kopfhörer an, weil es sonst wahrscheinlich lange nicht so gruselig wird. Ich habe es selber ausprobiert. Ich habe jetzt übrigens Kopfhörer an. Wir starten einfach mal. Erwartet grafisch nicht zu viel, dafür atmosphärisch umso mehr. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen gespielt, so 2-3 Minuten. Und es hat eine relativ düstere Atmosphäre. Und ich glaube, das wird doch deutlich schlimmer. Aber wir fangen an. Scheiße, ein Albtraum. Ich versuche übrigens nicht so viel zu reden, um die Atmosphäre nicht kaputt zu machen. Ihr seht schon, es sieht alles so ein bisschen gezeichnet aus. Wir kontrollieren hier einen Charakter. Und konnten bis jetzt noch nicht so sehr viel machen. Einfach hier durch wahrscheinlich unser dunkles Haus laufen. Badezimmer. Aber sonst auch nichts. Komische Tapete übrigens. Und komische Bilder. Zugegeben, das war noch nicht wirklich gruselig. Aber es kommt noch schlimmer. So. Ich nehme mal an, wir sind der Junge, beziehungsweise der etwas ältere Junge jetzt schon, unten links im Bild. Und das Mädchen aus dem Albtraum sah irgendwie aus wie das unten rechts. Ob das unsere Schwester ist? Ich denke mal, das gilt es hier herauszufinden. Sorry Leute, aber Latein kann ich wirklich nicht übersetzen. Te Projectus sum exuberto terror. Ich kann kein Latein mehr. Merkt ihr die Tapete? Scheiße. Scheinen wir aber nichts machen zu können. Ich glaube, alle Sachen, mit denen wir interagieren können, sind irgendwie bunt. Thank you.
Das war gerade gruselig. Beziehungsweise ich habe mich ziemlich erschreckt. Ja. Die Gänsehaut habe ich jetzt schon, aber sowas bringt mich nicht zum Aufhören. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Hat wohl eine Spaghetti Bolognese gemacht. Wie es aussieht und hier? Können wir nichts machen. Und die schöne Totenkopf-Tapete wieder. Ja, wir werden mal den Hinterausgang nehmen müssen. Größtmöglichen Abstand zu dem Baum. Wir können übrigens nach vorne und nach hinten laufen, so ein bisschen. Ich möchte wirklich ungern unter diesem Baum da lang laufen. Ihr wisst warum. Es sieht so aus, als würden wir irgendwie im 19. Jahrhundert leben oder so. 1821 gestorben. 1844. Kevin Clark, James P. Capps. Dritte. Was steht da links? I and my Grabowski. Mr. D. Winter and his Emily Ain. Und hier. Gabby, no! You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry, I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly, I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Also, Gabby scheint wohl seine Schwester zu sein. Und dieses Spiel heißt Neverending Nightmares. Geh erstmal hier rein. Sieht ja nicht so schön aus. Was ist denn hier passiert? Spätestens jetzt merkt ihr, was ich mit düsterer Atmosphäre meinte. Weiter als so habe ich auch noch nicht gespielt. Ist doch auch wieder so ein Schatten. Ah, stimmt. Das Bild angucken. Mit dem Totenkopf in der Hand scheint er wohl auch nicht der freundlichste zu sein. Immer noch diese komischen Bilder im Hintergrund. Ob wir da runtergehen sollen? Also irgendwie immer wieder.
wieder im gleichen Haus aufzuwachen. Hier ist immer noch das Gleiche. Wir können übrigens auch laufen, aber nicht allzu lange. Wäre nicht der komische Gang in den Keller? Nee, hier war das Zimmer. Hier ging es in den Keller. Ich glaube, da sollen wir nicht runter. Eine zugenagelte Tür. Zugenagelter Gang. Spielzeugsoldaten, es sieht aus wie ein Kinderzimmer. Ein Badezimmer. Lauter tote Puppen mit ausgestochenen Augen. Typisch. Heißt das, wir sind gerade im Kreis gelaufen? Hier ist noch ein Bild, was wir uns angucken können. Ein Weinkenner. Hier können wir aber nicht lang. Vorliebe für Totenkopftapeten. Die sind ja hier reichlich vertreten in dem Spiel. Guckt euch einfach mal manche von den Bildern im Hintergrund an. Zum Beispiel das jetzt gerade rechts neben dem Kopf. Direkt. Das sind schon keine normalen Bilder. Seht ihr das Rote an der Wand? Lesen können wir das aber nicht. Sieht aus, als wäre da was geschrieben. Hier können wir wohl nicht viel machen. Da wir uns im 19. Jahrhundert befinden, gibt es auch noch keine Taschenlampen. Aber Kerzen. Ich glaube, diese Kerze wird uns auch helfen.
Oder sie wird uns etwas zeigen, das wir nicht sehen möchten. Mein Gott! What have you forsaken? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind wir. Tja, wollen wir mal hoffen, dass uns, wie wir jetzt spielen, nicht das gleiche passiert. Auf einmal ist das Licht aus. Da stand doch jemand hinter uns. Kleines Mädchen. Scheiße. Wobei, ja, dann interessiert es mich gerade herzlich wenig. Einfach mal da rein. Und wieder raus. Und weiter geht's. Die scheint uns zu verfolgen. Dagegen ist es hier ja noch wirklich hell. Ich hoffe mal, uns geht diese Kerze nicht verloren. Wieder was auf dem Dach. Als ob durchs Fenster huschen gesehen. Und es ist keine Zeit vergangen. Ja? Hallo? Wer Thomas heißt? Obwohl, ich meine ja. Das Schaukelpferd bewegt sich noch. Tja, ich muss zugeben, dieses Spiel ist relativ gruselig. Aber nichts. Wie die vertrockneten Pflanzen im Vordergrund. So, ich denke mal, jetzt können wir auch in den Keller. Wir schon die Treppe runterschleichen. Wieder Blut. Eine blutige Axt. Scheiße. Ich überlege gerade, ob ich da eine Altersbeschränkung reinmache? Das ist ja echt nicht ohne. Aber jetzt können wir das Holz aufbrechen. Schritt für Schritt für Schritt. Gehen wir alle mit. Juhu. Dam da dam dam. Dam da dam dam. Versucht mich ein wenig zu erheitern in diesem Spiel. Es liefert ja nicht sonderlich viel Musik. Tja, die Lampen gehen hinter uns aus. Scheiß Öllampen. So schlecht sind die. Wir gehen genau auf die rasselnden Ketten zu.
Dieser Gang scheint einfach nicht zu enden. Merkt ihr das? Runtergekommen zu sein hier. Ich weiß jetzt schon nicht, wie lange ich spiele. Aber schöne Musik. Sieht aus wie sie. Hat einen Blumenstrauß und wird angebetet. Und wir hatten hier wohl wieder den Totenkopf-Tapeten-Liebhaber. Wer ist das? Ach, hier sind wir wieder. Sieht hier aus, als wäre er seit 1000 Jahren keiner mehr gewesen. So gefühlt. Warum sollten wir in einen Schrank gehen? Dafür kann es nur einen Grund geben. Uns kommt gleich was Schönes, Fieses entgegen. Ich bin gespannt. Was bleibt uns anderes übrig? Ich will da gar nicht nach oben. So. Ist ja das reinste Labyrinth hier. Ich gehe erstmal durch die Tür. Noch eine Einwirkung. Eine kopflose Puppe.
hier, als wäre hier ein Mutant aus Ziege und Baby unterwegs. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie wir zurückkommen zum Schrank. Hört ihr die Schritte von rechts? Was ist das denn? Was ist das denn? Ihr schon mal was Hässlicheres gesehen? Ein Sumo-Ringer, Babymuskel, weiß ich nicht was. Es ist hinter uns. Runter in den... Noch weiter runter. Wird es. Eingesperrte Puppen. Welche mit fehlenden Augenlöchern im Kopf. Es wird ja immer verrückter hier. Leiser wäre. Komm mal. Wollen wir aber auch wieder rein. So viele Schränke. Ich glaube, unser Sumo-Ringer-Kind kommt zurück. Schinken an der Wand. Das sieht wirklich aus wie ein Fernseher, was auf dem Tisch steht. Ob wir immer weiter runter sollten? Er guckt sich schon um. Klingt nach unserem Sumo-Ringer-Kind. In der Wand.
Scheiße. Fuck, 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 fuck. Rein. Weg, 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 weg. Renn, renn, renn. Können wir da in den Boden? Nein, können wir nicht. Scheiße. Puh. Jetzt fehlen die Türen schon ganz. Sieht gar nicht mehr aus wie in einem Haus. Sieht aus wie in einer puppenverseuchten Bunker. Hallo. Die sieht aber nett aus. Hat sogar geblinzelt. Da kommt es wieder. Ist aber auch hässlich. Ich hoffe mal, die Luft ist rein. Wir können zum nächsten Schrank hangeln. Aber ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Scheiße, scheiße, scheiße. In den Schrank. Ein bisschen dumm ist es ja. Ich höre was von rechts und ich höre was von links. Zwei von den Viechern. Rein da, rein da, rein da. Oh. Bisschen wie ein Outlast. Nein, eigentlich nicht. Das nächste von denen wird den Schrank zerstören. Endlich geht's mal wieder Treppen hoch. Ich glaube, wir sind in die Puppen-Messi-Familie gekommen. Sind wir
Irrenanstalt. Wir können nichts machen. Doch, aber jetzt höre ich gerade was von links. Zelle 1. Zelle 2. Aufgekratzt. Zelle 3. Sieht sauber aus. Zelle 4 kommen wir nicht rein. Es sieht wirklich aus wie in einer Irrenanstalt. Jedenfalls sofern ich das beurteilen kann. Und Zelle 5. Auch wieder aufgekratzt. Block A Sicherheit. Ziemlich gerne. Ach du Scheiße. Mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Ich glaube, Arztraum war das. Erinnerte mich irgendwie an etwas. Midna, dem von euch das was sagt. Aber ich glaube, Midna passt überhaupt nicht in dieses Spiel. Nein. Soll ich mal gucken, was das ist? Was bist du? Gar nichts. Schade. Block B Sicherheit. Und wir können in den Keller. Ganz schön erstmal wieder ein paar Stufen raufgehen. Seht ihr das? Wir hinterlassen eine Blutspur. Klang ja fast wie moderne Musik. Doktors Büro. Das Büro.
des Doktors. Ein schöner Sehtest. Ein Lager. Zellen. Genau, unsere Blutspur hat aufgehört. Oh, wir werden verfolgen. Lauf, lauf. Scheiße, ich glaube, wir sollten vorsichtiger sein. Kommen wir zur Zelle 2. Schnell gucken. Dann geht's weiter. Warum bist du so schnell, du Arschloch? Bleib! Wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Zombie auszuweichen. Ich habe schon eine Idee, aber die ist riskant. Weiter. Erstmal probiere ich was. Kommen wir in unsere Zelle wieder rein? Nee, sieht nicht so aus. Die riskante Idee. Der Zombie ist so schnell. Sonst hätte ich gesagt, dass wir hier reingehen. Dann hier rein. Und uns dann quasi hier verbarrikadieren. Darauf hoffen, dass er weggeht. An dem vorbeigehen können. Scheiße. Oh, ich habe einfach keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Also wir kommen hier aus Zelle 2, da kommen wir aber nicht wieder zurück. Wir haben hier. Warte. Ich hab's. Dem Zombie wurden die Augen ausgestochen. Oder dem Häftling. Das heißt, er kann uns höchstens hören. Wir müssen einfach hier stehen bleiben. Mal in die Zelle gucken. Dann warten, bis er vorbeigeht. Und dann durch die Tür gehen. Komm schon, komm schon. Ich würde ja gerne aufwachen. Block B, Reihe 3.
das auch gesehen. Ein abgetrennter Arm. Noch mehr Blut. Ein tolles Irrenhaus. Block B, Sicherheit. Und wir können noch weiter. Das nicht gehört hat. Hier auch noch mal eine Hand. Nein, schade. Wir sollten es vorerst nicht übertreiben. Cafeteria, was gibt's denn hier? Hier liegt eine Hand auf dem Tablett oder was das ist. Lecker. Gehen wir doch mal in die Küche, gucken mal, wo diese schöne Hand herkommt. Okay. Den gleichen Ofen. Gleiche Tapete wie bei uns zu Hause. Oh. Hier gibt es auch noch einen Fuß. Tja, dieses Spiel hat Hand und Fuß. Ich glaube, es hat nicht zur Atmosphäre gepasst. Sauber. Was war das denn gerade? Haben wir eigentlich ein Geräusch gemacht? Thank you.
glaube, wir sollten vorsichtiger sein. Was? Tu es? Wir sind einfach nicht schnell genug. Ganzer Berg Leichen. Die meisten ohne Kopf. Nur der ganz unten, wo der Zombie ungefähr jetzt ist, der scheint fast so ein bisschen zu lächeln. Yeah.
schon den nächsten. Ja, ich sehe es schon auf uns zukommen. Wir müssen hier rein. Ach, die Frist auch kein schönes Dasein. Augen ausgestochen, Wunde am Kopf, mit der Zwangsjacke an, durch die Gänge zu laufen. Block A, Reihe 5. Aber auch sehr abwungs... Boah, hier ist aber was passiert. Sehr abwechslungsreich eingerichtet. Alles ist eine. Address me as Dr. Smith. But you're my sister. I'm afraid you're mistaken. Where am I? You're in a lunatic asylum and have been for quite some time. Why am I here? Why do you think you're here? I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out. Was war das denn jetzt? Ehrlich gesagt glaube ich immer noch nicht, dass es jetzt irgendwie zu Ende ist oder aufgeklärt. Psychiatrics Office. Eigentlich würde ich ganz gern hier drin bleiben und mich auf die Liege chillen und so. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt es mir so nur so vor oder ist irgendwie dieser Leichenberg größer? Eine gute Frage. Wie kommen wir hier vorbei?
wir danach keine Geräusche mehr machen. Also noch der Junge und haben nur davon geträumt, dass wir erwachsen wären? Das Zimmer unserer Schwester, so wie es aussieht. Sie ist nicht im Bett. Wir sind wieder in unserem Zimmer. Tagesschau.
trotzdem wieder verdächtig dunkel. Immer noch. Wake up. Da war doch gerade eine Gestalt. Genau. Hier. Warte, seht ihr das Bild da, unter dem wir jetzt etwa stehen? Hat er sich erhängt? Ein Mensch unter einem Tuch und einem schreienden Kind. In die Dunkelheit verschwunden. Spaghetti Bolognese. Wie wär's, wenn wir einfach zurück ins Schlafzimmer gehen? Ist noch nicht gegen die Scheibe geflogen. Tja, sieht so aus, als wären wir dieser Junge. Zimmer. Und hier müsste eigentlich das Schlafzimmer sein. Hier ist aber nichts Besonderes. Sind wir jetzt völlig umsonst hier hingelaufen? Ich glaube, wir können nur eine begrenzte Zeit laufen. You gotta check out what I found.
Wake up. Schon wieder ein endloser Albtraum. Und jetzt? Er scheint tiefer in den Wald rein zu müssen. Let's go! Irgendwas ist hier ganz und gar faul. Hurry up! Nö, wir schlurfen so hinten drein. Was ist das denn? Angefressenes Wiese. Come on! Ich bin nicht der Einzige, der gerade die Augen da hinten im Wald gesehen hat, die geblinzelt haben. Und an denen müssen wir jetzt vorbei. You can't catch me! What's taking so long? Noch mehr Augen. Totes Eichhörnchen. Wir können uns hier einen Weg aussuchen, so wie es aussieht. Ich habe es vergessen zu sagen, dieses Spiel hat, soweit ich gehört habe, drei komplett verschiedene Enden. Hurry! Das Grab, was wir jetzt nicht mehr benutzen können. Vorne rum oder hinten rum? Hinten rum. Sakura Tugito. Satoshi Nakamoto. Ich will nichts beschwören, aber der gehört doch bestimmt zu Nintendo, so wie sich das anhört. Tugito bestimmt auch. Thomas Davis, Sarah Northway. Einige von den Namen kommen mir bekannt vor. Kann einer sagen, wer diese Leute sind? Ganzes totes Lamm.
schon. André. Wir wurden gerufen. Rote Augen bedeuten nichts Gutes. Ach du Scheiß. Jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Wir sind wieder in der Irrenanstalt. Ich habe mich ja gerade verjagt. Lass mal tief durchatmen. Nicht schon wieder Zombies. Ein Teddybär in der Zelle. Block B, Reihe 3. Und wieder diese Puppe. Die Ähnlichkeit mit unserer Schwester hat. Jetzt erwartet. Wir sind wieder im Haus. Was machen wir denn im Haus? Ich traue diesem Bett nicht. Die gezwinkert hat, aber besser gefallen. Rollstuhl. Zombies Vertatis.
zwar nicht, was das bedeutet, aber es bietet immerhin ein wenig Abwechslung. Scheinen sich irgendwie zu verbinden. Es scheint einen Zusammenhang zu geben. So scheiße ist der groß. Die Puppe und ein Strick. Ich weiß, ich wiederhole eigentlich nur, was ihr auch seht. Schritte kommen von links. Jetzt von rechts gut. Na, wie siehst du aus? Scheiße. Habt ihr das gesehen gerade? Wenn nicht, spult noch mal ein kleines Stück zurück. Wir wurden verfolgt. Verfolgt von einer Puppe. Und so viele wie hier rumstehen. Versuch mir zu merken, wie sie stehen. Du willst uns also verfolgen. Da hängt sogar eine in den Spinnenweben. Guckt hin. Oh, es ist nichts passiert. Aber das wird nicht so bleiben. Bilder ergeben einen Sinn. Erinnert ihr euch noch an das, wo die Beine in der Luft baumelten, weil sie wahrscheinlich einen Hang hat? Die Beine hier sehen genauso aus, nur dass sie noch auf dem Stuhl stehen. Wundervolles Stück Schinken an der Wand. Na, wie siehst du aus? Kaputt. Nicht so schlimm. Hier ist es nochmal, wo die Beine neben dem Stuhl hängen. Verändert. Ich hätte mir fast gedacht, dass da bestimmt was passiert wäre. Hier steht schon wieder so eine Liege.
Waschbecken, ein Rollstuhl, im Vordergrund ein Geländer. Wir kommen wohl wieder in die Irrenanstalt. Wandschrank. Seht ihr das? Da gehe ich lieber schnell. Ziemlich ausdruckslos. Waschbecken, ein Krankenhausbett. Block C, Reihe 6. Könnte es sein, dass wir in einer Irrenanstalt sind und uns an Zuhause erinnern? Wir uns für etwas schuldig fühlen? Irrenanstalt. Ich komme. Habe ich da gerade Thomas gehört? Wieder? Keine Zeit, durchs Guckloch zu gucken. Nein. Doch. Hab ich. Vielleicht muss ich mich beeilen, aber... Ein schönes Empfangskomitee. Hier können wir nicht weiter. Block B, Reihe 3. Wir scheinen wohl wieder im Keller zu sein. Oder im Bunker oder wo auch immer. Dann gehen wir mal raus. Ja, erschrocken. Ich glaube, wir hatten schon alle Emotionen. Basteln sich ein Springseil. Sie scheinen uns einen Weg vorzugeben. Hier war es nicht rein.
sind diese Puppen langsam. Das sind verdammt viele. Dining Hall. Gehen wir doch mal rein. Speisesaal. Das ist schön. Wir haben Gesellschaft. Aber es gibt keine Hand zum Essen. Schade eigentlich. Vielleicht können wir uns ja was selber kochen. Zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Was ist los? Schnell weg. Wach auf. Wieder einmal, wach auf. Jedes Mal, wenn wir aufwachen, kommt euch dieses Gesicht bekannt vor. In zweierlei Hinsicht. Eine weibliche Jeff the Killer. Guten Tag, gnädige Frau. Wie komme ich am schnellsten zum Bahnhof? Beeilen Sie sich. Es werden immer mehr, die uns verfolgen. Es gibt keine drin. Wir steckten in einer Sackgasse. Soldaten auch so beschwören, dass sie mit uns kämpfen. Ich mache gerade nichts. Infinite Trap Games. Das war also das Ende? Was genau ist jetzt passiert? Special Thanks. Also, ich verstehe es nicht ganz. Wir waren jetzt ein Junge.
der nachts aufgewacht ist und wohl Angst um seine Schwester hatte. Und alles Mögliche passiert ist. Und er ständig Angst hatte. Er wollte aufwachen, aber hat es nicht geschafft, war immer wieder in einem Albtraum gefangen. Hatte er nun Schuld an irgendwas? Weil was mich gewundert hat, als wir jetzt am Ende unserer Schwester quasi einen Kuss gegeben haben, sind euch die Puppen im Zimmer aufgefallen? Die hatten auch zerschlagene Gesichter oder fehlende Augen oder so. Schon merkwürdig. Ich glaube, wir sind immer noch in einem Traum. Ein nicht enden wollender Albtraum. Immer wenn man aufwacht, steckt man in einem neuen fest. Interessant, dieses Spiel. Sag mal, wie viele Leute haben eigentlich an dem Spiel mitgearbeitet? Sieht ja aus, als hätte jeder so ein Bit programmiert. Naja. Also. Aber hier ist der Beweis. Ich habe das Spiel in einem Putsch durchgespielt. Es war, ja, war, würde ich sagen, gruselig und man hat sich auch an ein paar Stellen erschreckt. Also hier haben wir unseren Verlauf. Den ersten. Der Albtraum geht weiter. Ich versuche es gerade irgendwie zu verstehen. Also wenn man anfangen. Die Szene, wo sie erstochen wird. Dann das, wo sie erwachsen ist und sich erhängt hat auf dem Dachboden. Dann dieses komische Riesenbaby. Wir waren im Gefängnis. Und danach, wir schienen uns wohl irgendwo entscheiden zu können. So wie es aussieht. Stand zwar, der Albtraum geht weiter, doch ich habe das Spiel durchgespielt, jedenfalls in einer Richtung. Lasst doch einen Kommentar da, ob ihr auch noch die anderen Wege sehen wollt, wenn ich es schaffe, sie zu spielen, sie hinzubekommen, sodass ihr auch die anderen Enden sehen könnt. Nur keine Angst, wenn ihr das wollt, dann bekomme ich das auch hin. Wir sehen uns dann beim nächsten Horror-Let's Play oder vielleicht auch bei etwas anderem. Bis dahin, macht's gut und habt keine Albträume. Tschüss.